Hallo und willkommen zu einer weiteren Folge Fortnite Daily Shop News mit mir, dem Herrn Gleich. Ja, Leute, ich habe heute eine schlechte Nachricht gelesen und ich bin ein klein wenig gefrustet. Aber bevor ich das mache, warte mal. Also, guck mal hier. Würde mich riesig, aber mal gleich am Anfang hier. Guck mal hier, da. Gleich mal einen Daumen nach oben da lassen, würde ich mich riesig drüber freuen. Oder abonniert einfach den Kanal, falls ihr es noch nicht getan haben solltet. Wäre mega cool. So, ja. Problem, was heißt Problem? Ich bin traurig. Gleich hier ist traurig. Ich bin so traurig. Ganz ehrlich, also ich habe vorhin eine Patch Note gelesen. Ah, jetzt habe ich was vorweggenommen, das wollte ich gar nicht, sondern ich wollte das hier zeigen. Ja, und die macht mich mega traurig. Da. Glider Redeploy. Lest euch das mal durch. 2 weeks ago, we began our Glider Redeploy test in Default Modes. We did not live up to expectations of quickly iterating on the mechanic and communicating. Also vor 2 Wochen haben wir mit diesem Gleiter wieder aufmachen, wenn du so willst. Also Test angefangen in den normalen Modes. Ja, sie werden das jetzt mit dem nächsten Patch, mit der Version 6.3 wieder rausnehmen. In den großen Team-Modes, also in den 50 versus 50, Disco Domination und so weiter. Und im Playground wird es weiterhin das Glider Redeploy geben. Und in allen anderen Modi nicht mehr. Das heißt also, was bedeutet das für uns? Wieder mehr aufpassen. Bei Build Battles mache ich sowieso nicht großartig mit, aber wieder mehr aufpassen, wenn ihr versucht aus der Zone euch zu retten. Vorher konntet ihr einfach mal so dann wegfliegen und fertig. Das geht nicht mehr. Am besten viele Balloons mit dabei haben. Och Mann, ehrlich war, dass nicht mehr runtergeschossen werden können, fand ich eigentlich relativ cool. Ja, ich bin ein klein wenig, ich bin so traurig. Bin so traurig. Naja, was willst du machen? Also, es ist so, es ist, ja, naja. Kommen wir jetzt mal zum aktuellen Shop. Der Beef Boss. Ja, folgendermaßen sieht das Ding aus. Das hier ist der Flying Saucer. Muss man hier so ein bisschen rüberziehen da so. Das ist der Flying Saucer. Haben wir jetzt schon ein paar Mal drin gehabt und ich finde den eigentlich ganz cool. Gibt dem 7 von 10. Wie sind denn die aktuellen Noten für den Flying Saucer? Lass mal gucken, lass mal gucken, lass mal, was, wie, wo. 3,55 von 5 bei 11 Votes. 10. August 2018 ist das erste Mal. So, dann gehen wir weiter. Dann haben wir hier den Paddywhacker. Und der Paddywhacker. Ja. Ist nicht gerade sehr spektakulär, ist halt ein Hamburger Fleischwender. Und das Ding kriegt von mir 4 von 10. So, wie sind da eure Noten? 3,67 von 5 bei 6 Votes, auch am 10. August das erste Mal drin gewesen. Dann kommt der hier und den finde ich finde den grausam. Ich finde den wirklich ganz, 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 ganz schrecklich und ganz, 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 ganz geschmacklos. Ich meine, ich finde den lustig einerseits, aber nee, ich finde das Ding einfach nur schlimm. Und deswegen kriegt er von mir tatsächlich nur 2 von 10. Es ist für mich ist das Ding der Horror.
Ja, der Beef Boss. Und trotzdem ist er tatsächlich sehr beliebt bei euch. Ja. 4,29 von 5 bei 58 Votes. Ja. 10. August 2018, das erste Mal drin gewesen. Das Ding sieht doch scheiße aus. Das sieht doch scheiße aus hier, das Ding da. Unfassbar. So. Naja. Dann gehen wir hier rüber zu dem Tomato Head und das nächste Ding, was so schrecklich grausam aussieht. Ja, also Beef Boss und Tomato Head. Unfassbar. Und dann gibt es noch diese Preview Styles dazu. Ja, so könnte er auch aussehen. Ich weiß, Tim the Tat Man ist auch schon so rumgerannt. Ja, ich scheiße. Guckt euch das Teil an, wie der aussieht. Auch von mir nur 2 von 10. Auch von mir nur 2 von 10. So. Tomato Ad. Ist mir egal. Ganz ehrlich. Ich sag meine Meinung. So, 4,3 von 5 bei 40 Votes. 22. April 2018 das erste Mal dran gewesen. 139 Reminders. Das Ding ist hässlich. So. Dann haben wir hier die Axeroni. Und die Axeroni finde ich eigentlich ganz, ja, kriegt von mir 5 von 10. Ist jetzt nicht so. Ich finde den, heute finde ich den Shop echt, naja. Oder 6 von 10. So, hier haben wir 4 von 5 bei 5 Votes und 22. April 2018 das erste Mal drin gewesen. So, damit sind wir hier durch. Dann kommen wir zum Scoundrel. Der Scoundrel. Und das Ding ist ganz, ganz, ja, ganz cool. Erinnert mich irgendwie so ein bisschen an die Panzerknacker damals. Nur so ein bisschen an den Film Getaway denken. Aber na gut. Ja, dann haben wir hier Get Cracking. Was gebe ich in dem Ding? 6 von 10. Kriegt von mir. Der Strongbox. Das ist Quatsch. Scoundrel. So, der Scoundrel. So, und der hat hier. Ja. 2,78 von 5 bei 9 Votes. 3. Juni 2018 das erste Mal drin gewesen. Nur 20 Reminders. So, jetzt kommen wir zu einer Picke, die der Herr sofort feiert oder gefeiert hat. Das ist der Plunger. Das ist eigentlich ganz witzig. Hier mit dieser, mit dem Pümpel und dem Katana-Schwert drin. Plunger kriegt von mir 7 von 10. 3,54 von 5 bei 13 Votes am 9. Februar das erste Mal drin gewesen. Hör die sich an. So. Dann haben wir Kommando. Und das ist wieder mal für mich ein reiner, relativ einfacher, simpler No-Skin. Sieht jetzt nicht ganz so schlecht aus. Aber kriegt von mir halt höchstens 4 von 10. Kommando. Gucken wir mal. 4,04 von 5. 11. November 2017. Das erste Mal drin gewesen. 206 Reminders dafür. Und jetzt kommen wir zu den Emotes von heute. Gucken wir mal, was passiert. Bam, 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 bam. Mega geil. Der Sound, den finde ich auch nicht schlecht.
Tanz ist relativ cool. Also, von mir bekommt er Vivacious 9 von 10. Schauen wir mal. 3,33 von 5 bei 9 Votes. Am 15. September 2018 das erste Mal drin gewesen. So, dann haben wir die... Jetzt geht das wieder los. Okay, also gucken wir mal den Wiggle uns an. Wiggle, 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 wiggle. Wiggle, 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 wiggle. Oh, wiggle, wiggle, wiggle. Wiggle, 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 wiggle. Wiggle, 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 wiggle. Ja, der Wiggle-Emote. Ich weiß ehrlich gesagt nicht so wirklich, was ich von dem Ding halten soll. Ich finde den Sound eigentlich ganz nice. Die Bewegung sieht irgendwie mega komisch aus. Ich gebe dem 7 von 10, dem Wiggle. Und hier haben wir 3,5 von 5 bei 8 Votes, 45 Reminders. Wiggle, wiggle, wiggle. Ja, und dann haben wir hier den Glow Rider. Ja, das ist ein Standardgleiter. Ja, der sieht an und für sich jetzt gar nicht so schlecht aus. Aber es ist halt wieder mal ein Standardgleiter. Und ihr wisst, von Standardgleitern halte ich jetzt nicht ganz so viel. Er sieht jetzt nicht total kacke aus. Insofern gebe ich dem Ding jetzt nicht 0. Das mache ich jetzt mal nicht. Aber mehr als 4 kann ich dem Ding beim besten Willen nicht geben. Einfach nur, weil da eine andere Textur drauf geklatscht wurde. Nö. Also 4 von 10. Und dann gucken wir mal. 3,25 von 5 bei 4 Votes. Ja. So. Ja, wenn's euch gefallen hat, ne, dann lasst doch mal ein Like da, Daumen nach oben, da würde ich mich riesig drüber freuen. Abonniert den Kanal, falls ihr es noch nicht getan haben sollt. Und Leute, die Glocke! Und schaltet's nächste Mal wieder ein. Schreibt nur was in die Kommentare. Schreibt was in die Kommentare, schreibt was in die Kommentare. Abonniert den Kanal und schaltet's nächste Mal wieder ein, wenn es wieder heißt Fortnite Daily Shop News mit mir, dem Herrn Gleich, oder Fortnite Action mit dem Herrn Sofort. Ich hoffe, wir sehen dabei wieder was. Also haut rein, macht gut, bis dann und tschüss.